halt auch richtig zum Abfacken ist, das ist halt übertrieben, dass der Körper so verschiedenen Höhenmetern ausgesetzt ist. Hey Leute, ich bin's Mo und ich nehme euch heute mit auf eine Wanderung zum Gipfelkreuz nach Wattles. Wir sind bei 1700 Höhenmeter gestartet, geht ungefähr auf 2555, nagelt mich nicht fest, Höhenmeter hoch. Alles weitere zur Tour folgt jetzt. Wie ihr quasi im Hintergrund sehen könnt, hätten wir auch mit dem Lift hochfahren können, aber das wäre langweilig. Deswegen gehen wir den ganzen Weg zu Fuß. Strecke hat auch 12, so 13 Kilometer. 800 Höhenmeter, let's go. Startzeitpunkt 13:30, relativ spät, aber alternativ wäre heute so ein bisschen Sightseeing dran gewesen. Ein Kloster und eine alte Burg, war uns dann noch ein bisschen zu lame. Also haben wir doch ein Gipfelkreuz ausgewählt. Gipfelkreuz sieht auch ganz nice aus, aber das werdet ihr dann später sehen. Die Tour ist mittelschwer, 800 Höhenmeter, so auf 12, 13 Kilometer geht, könnt ihr euch ungefähr die Durchschnittssteigung ausrechnen, sind aber um die 17 bis 25% und ich glaube stellenweise 30, so alles im Rahmen. Hier ein perfekter Blick ins Tal, man kann sogar den Campingplatz sehen, auf den wir sind, der ist ungefähr dort, wo die, ja, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann, weißen Wohnwagen quasi sind mit einem kleinen Haus. Daneben seht ihr auch quasi Burgmauern. Das ist Gluerns, links Matsch und weiter da hinten Schluderns. Ja, idealer Ort hier das Tal, um Wanderrouten zu erkunden und zu absolvieren, kann ich nur jedem empfehlen. Ja, war einer schon mal hier irgendwie in der Region wandern? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr vielleicht irgendwie einen Special-Tipp oder so fürs nächste Mal auch in die Kommis? Jetzt zum Thema Ausrüstung. Was haben wir heute so mit? Wanderstöcke für einen Abstieg, damit die Knie nicht so ge*** werden. Kopfbedeckung, Käppi, ja, dann Funktions-T-Shirt, lange Hose und Regensachen sind noch im Rucksack, plus eine 3-Liter-Blase, die auch komplett gefüllt ist. Ja, jetzt frage ich David mal, was er so mit hat. Was hast du so mit? Ja, moin, also ich habe meinen guten alten Trail-Rucksack mit, schön klein und kompakt, 3 Liter dabei an Trinken. Wanderstöcke hauptsächlich für den Abstieg, für die Knie und Gelenke. Ja, sonst Regensachen, Regenjacke, Regenhose, bisschen Magnesium dabei, falls man es braucht. Hast du schon was reingemacht irgendwo? Magnesium oder? Nee, noch gar nicht. Okay. Einfach nur gut trinken heute. Gestern ja die große Tour gehabt mit vielen Höhenmetern. Sehr anstrengend gewesen für den Körper. Also heute gut trinken, hydrated bleiben. Das mit dem Wetter aktuell, mit den Wettervorhersagen, ist eh so ein Phänomen für sich. Eigentlich sollte es die letzten Tage heute Morgen
bewölkt sein, echt eigentlich durchregnen teilweise. Und jetzt haben wir hier leichten Sonnenschein, ist bewölkt und man schwitzt sich einfach einen ab. Muss aber auch zeitgleich ein bisschen längere Sachen dabei haben oder die Regenklamotten, weil das von 0 auf 100 sich hier zuziehen kann. Und bei unserem Glück, wie ihr auch in den letzten Videos gesehen habt, haben wir echt immer so ein Glück, dass wir in irgendeinen Regenschauer oder Gewitter reingeraten. Und das ist halt richtiger Abfuck. Bei nächster Möglichkeit links. Kleines Update vom Track. 2,3 Kilometer haben wir zurückgelegt. Wir sind gleich auf 2000 Höhenmeter. Wir müssen also noch 3,2 Kilometer bis zum Gipfel und dabei 550 Höhenmeter kloppen. Let's go! Ja, bezüglich des Wetters ist jetzt ziemlich bewölkt, wie ihr seht. Ich glaube, wir müssen da hinten irgendwie auf einen der Gipfel rauf, wenn ich mich nicht täusche. Oder dahinter ist noch irgendwie was versteckt. Aber das werden wir ja gleich sehen. Ich hatte gerade ein echt scheiß Bauchgefühl. Aber schaut mal selbst. Ich dachte gerade, dass wir hier diesen Weg lang wandern müssen. Das wäre eine matschige Angelegenheit geworden, aber es geht ein Glück auf diese Strecke. Das ist jetzt hier so die letzte Liftstation, bevor es dann quasi zu Fuß oben Richtung Gipfelkreuz geht. Also wer keinen Bock auf die ganze Etappe hier hoch zu wandern hat, nimmt hier einfach den Lift. Oder man sagt, ich möchte ein bisschen Bewegung, das Natur genießen. Dann geht man einfach den schönen Wanderweg. Why not? Aktuell so 30% Steigung vor uns, aber genießt erstmal die Steigung im Drone Shot.
die Wadenmuskulatur. Ist ja nicht schon genug gewesen von der letzten Tour. Heute Morgen ein bisschen Muskelkater gehabt, aber das ging relativ fix wieder vorbei. Bestimmt morgen wieder so ein bisschen, aber naja, Magnesiumtabletten ja dabei. Kochsalztabletten, es regelt schon. So, David. Wie ist es? Oh, ist ganz schön steil. Ja. Es geht sehr in die Waden. Also ich schätze mal, es sind bestimmt so 30-40% nach gestern guter Aufstieg. Definitiv. Beißen und kämpfen! Leute, das sind hier, weiß nicht, 30% Steigerung, aber es fühlt sich wie 40 an. Letzte Wanderung gestern. Wurden schon die Waden richtig mitgenommen. Jetzt fühlt sich das doppelt so krass an. Nimmt kein Ende hier. Wenn wir da oben sind, werden wir das meiste geschafft haben. Aber es ist ein Spaß hier, Leute. Guckt euch David an. So ordentlich steil. Ganz schön anstrengend hier. Let's go. Das Geile ist ja, kein anderer außer uns läuft die Route. Es gibt irgendwie hier so rechts noch eine. Da haben wir mehrere gesehen. Aber hier gibt es nur uns. An sich ja geil, aber wir sind halt verrückt. Was halt auch richtig zum Abfacken ist, unser Campingplatz, wo wir halt nächtigen, liegt so auf 900 Höhenmeter, egal welche Route wir hier aktuell machen. Wir fahren immer mit dem Auto auf 1,7, 1,8, das heißt allein dadurch schon 1000 Höhenmeter Unterschied. Und dann eine Route auf 2,5, 2,6, wo das eine mal 3, 1, 3, 2, das ist halt übertrieben, dass der Körper so verschiedenen Höhenmetern ausgesetzt ist. Wirklich dran gewöhnen kann er sich nicht. Und wenn man dann noch aus dem Flachland kommt, von der Heimat, 50 Höhenmeter oder so, ist das hier schon eine andere Hausnummer. Von 0 auf 100. Nicht ein Tag Gewöhnung, direkt los. Macht das mal nach, Leute. Ihr seid herzlich willkommen. Schreibt mir einfach auf Insta eine Nachricht und dann machen wir mal eine Tour. Da bin ich richtig open-minded. So Leute, das Gipfelkreuz ist voraus. Da hinten am Horizont, da müssen wir hin. Nice! Die meisten Höhenmeter haben wir gekloppt, noch 90 Höhenmeter bis zum Gipfelkreuz. Da oben ist die letzte Liftstation, die ist aber aktuell nicht in Betrieb. Ist wahrscheinlich nur für die Wintersaison. Auf jeden Fall gleich geschafft. Es wird gleich nochmal eine nice Drohnenaufnahme geben, so stay tuned. Ja, wie ihr da oben sehen könnt, 2520 Höhenmeter. Ja, nicht mehr viel bis zum Gipfelkreuz, let's go. David und ich haben jetzt unsere Regen-Windjacken angezogen. Ist nämlich echt mega windig hier. So wie wir uns keinen Schnuppen holen und die nächsten Tage weiter wandern können. Elementar wichtig. Aber jetzt erstmal zu den Drohnenaufnahmen.
Ja, ich hoffe, euch haben die Drohnenaufnahmen gefallen. Wir haben es jetzt nicht mehr weit zum Gipfel. Es ist relativ windig hier, weil es komplett mehr oder weniger auf so einen Bergkamm hier ist. Deshalb schön eingepackt. Weiter geht's. Vielen Dank fürs Schauen. Euer Mo.